Hey, oder Maxi und willkommen zurück zu Terraria Calamity Mod Season 2. Wir versuchen mal Skeleton. Ich habe mir mal ein paar Mana Potions vor dem Weg zusammengeschustert. Ja. Und hoffe, dass ich das nicht failen werde. Ich glaube, wir können uns eigentlich schon mal auf den Weg machen. Aber ich werde mir mal eben ein paar Potions kaufen, beziehungsweise hier rausziehen. Weil das macht das Ganze doch ein bisschen einfacher. Nur nicht vergessen, die dann auch einzunehmen. Ne? So, da kannst du mal losgehen. Eben unsere süße Schnecke herbeirufen. Ach ja. Hoffentlich kommen wir genau bei Nacht an, dann haben wir genug Zeit zu kämpfen. Und hoffentlich nicht zu sterben. Geht ja schon gut los. Ob wir den Boy bis zum Ende pullen? I don't know. Eher nicht. Mein Gott, das ist immer ein Weg, aber wir sind ja zum Glück schon fast da. Hallo! Wir können ja mal gucken, ob hier was Nices unten rumliegt. Ohne den Guardian zu beschützen. Ist das eine Kiste? Mein Gott. Oh mein Gott! Alter, ist das RIP, ey. Ist hier ein fucking Golden Key drin? Wie geil ist das denn, ey? Wenn wir mega lucky gewesen wären, hätten wir direkt in den Abyss gekonnt. Und einfach da so ein sickes Item rausgezogen. Und dann den ganzen Anfang mega geskippt. Alter, das ist doch unnormal, ey. Wie lucky muss man sein? Ja, das gibt's doch nicht, ey. Ich bin ja schon so ein bisschen interessiert, ne? Habe ich mich jetzt vertan? Ist die Nacht vorbei und ich bin jetzt am Tag hier oder was? Alter, wie dumm kann man sein? Hauptsache ich renne noch extra. Ma. War da eine Guilds Potion bei? Nee, war nicht. Weil dann hätte ich mich jetzt mal in den Abyss gelassen. Und hätte mal eine Chest geöffnet, aber ja, wir können es mal so ausprobieren. Hello, together. Ja, ich werde wahrscheinlich sterben, so, ne? Klar. Weil. Ich komme wahrscheinlich noch immer unten an. Ohne zu ersaufen. Na, es wird knapp. Wir sind schon mal auf dem Boden angekommen. Na, das ist zu tief. Hart. Jetzt starte ich hier eine fucking Folge und wir haben einfach nichts zu tun. Ma, das ärgert mich schon jetzt. Ach ja. Und ich laufe noch so los, so
überhaupt nicht gecheckt, dass es noch Tag ist. Aber was willst du machen? Können wir dann irgendwelche Upgrades farmen? Vielleicht schon mal irgendwie eine Diving Gear oder so zusammenbauen. Jellyfish Diving Gear. Diving Gear. Brauche ich noch für ein Diving Helmet? Weil das ist ja doch schon für später ganz wichtig, ne? Aber man kann sich ja auch von dem Boy hier einen Buff holen, mit dem man unter Wasser atmen kann. Für 10 Minuten zumindest. Und dann checke ich das nochmal ab. Darf halt nur auf dem Weg keinen Schaden bekommen, weil das so eine Bubble ist. Die platzt dann natürlich. Das ist an für sich ja für mich schon schwer, keinen Schaden zu bekommen. Ja, Schneesturm for life. Die Chancen, dass ich das bis dahin trage, sind echt gering. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann haben wir ja noch das Problem, dass die Sulfursee das so ein bisschen schwierig macht. Weil ich dadurch ja auch Schaden bekomme. Aber ich glaube, die Bubble, die hilft auch nicht im Abyss. Ach, wir gucken einfach mal. Ich hätte mir vielleicht noch eine Potion mitnehmen sollen. Eine Spelunki. Dann wäre das ein bisschen einfacher gewesen mit dem Sehen. Ah, naja. Vielleicht haben wir ja Glück. Gerade nur den Schaden. Habe ich nicht gesehen, den Boy. Scheiße. Ja, jetzt fängt's an. Vielleicht kommen wir ein Stückchen nach unten. Aber meine Chancen stehen nicht so gut. Und ich habe auch nichts, was mich unter Wasser atmen lässt. Nee, das wird leider nichts. Oha, genau bei 1 HP. Ich gehe kaputt. Ja, dann heile ich mich mal eben. Und dann hoffe ich, dass die Sonne gleich weg ist. Hallo. Naja. Wenn wir da runtergehen, was wir ja nach Skeleton wahrscheinlich machen, um die Abyss-Sachen rauszuholen, dann werde ich mich auch ein bisschen anders kleiden. So. Brauche ich eigentlich das andere auch davon? Nee, brauche ich nicht. Slime Gods fand ich schon relativ schwierig, so. Die haben wir ja dann später im Hard Mode gemacht. Aber wenn man genug Fläche zum Laufen hat, dann waren die eigentlich, ich sag eigentlich, relativ easy.
Und ich meine, die droppen ja auch nice Stuff. Für Zauberer auf jeden Fall. Aber mal schauen. Ich check aber nochmal, ob wir irgendwie noch ein paar Kisten finden können, damit wir das Diving Gear zusammen bekommen. Weil uns fehlt uns ja noch ein kleiner Helm so. Sehe es schon kommen, jetzt juckel ich die ganze Zeit hier rum, mach dies und das. Wollte eigentlich Skeleton machen und wenn wir den dann gleich machen, dann verkacken wir übel. Haben wir hier eine Stu? Jo, nice. Hallo. Hier sind leider keine Kisten. Crazy. Ah. Das Coating haben wir schon mal. Jetzt haben wir den Well-Fed-Buff. So, dann hoffe ich mal, dass es langsam so Nacht wird. Hallo. 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 Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir hier. Ah, ein Goblin, oh mein Gott. Jetzt schon kommen, jetzt gleich spawnt noch King Slime währenddessen. Ein Goblin, again. Mein Gott. Ja, es tut mir leid, dass wir jetzt so ein bisschen Zeit verplempern. Habe ich Holz dabei? Nö. Hätte ich dann ein bisschen weiter ausbauen können. Habe aber auch nichts dabei. Das ist ja zum Kotzen. No. Herzlich willkommen zur langweiligsten Folge in dieser Serie. Jetzt Zombies spawnen. Jawohl. Buffen nicht vergessen. Mal gut, dass ich noch dran gedacht habe. Ja, der Anfang ist immer echt scheiße, ey.
So, das haben wir auch. Nice. Easy schmiesi. Dann werden wir uns mal ein paar Taucherklamotten anziehen. Beziehungsweise, ja, mal eben auf die Time gucken. Haben natürlich mega viel Zeit verplempert. Aber dafür müsste noch ein paar Minütchen Zeit sein. So, Magnum Rounds haben wir neue. Was haben wir hier? Grenade Shell. Wofür ist das denn? Ammo. Für irgendwas mit Granaten, wahrscheinlich. Ja, das kann eigentlich weg. Das bleibt, das nicht. So, was haben wir? Bone Claw, Book of Skulls. Jawohl. Hauptsächlich freue mich mega, ist eigentlich gar nicht so nice. Naja. So, das können wir mal depositen. Dann nehmen wir wieder die Wickfeld Armor raus. Ich glaube, die ziehen wir erst gleich an. Dann noch mal gucken, ob wir irgendwas haben. Wir haben auf jeden Fall irgendwas, was uns ein bisschen schneller schwimmen lässt. Wo haben wir denn den? Habe ich das weggeschmissen? Nee, oder? Ja, hier haben wir es. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. So, ist jetzt auch so ein bisschen dumm, mit einem Schlüssel darunter zu gehen. Aber machst du nix. Eine Spelunki mitnehmen. Und dann geht's weiter. Ich meine, wir könnten natürlich auch erst den Dungeon ein bisschen abchecken, ein paar Schlüssel rausholen. Jetzt habe ich den Schlüssel da. Ja, das sollte man nicht tun. Mein Gott. Kann ich da dran? Jo. Key. Oder wir machen das so. Nee, 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 nee. Bevor ich jetzt wieder irgendeinen Scheiß anfange. Ich fahre mir die Schlüssel eben zusammen. Ich glaube, man will auch ein bisschen vom Dungeon sehen. Von daher gehen wir mal rüber. Beziehungsweise ich werde nach unten gehen und eine Chest öffnen. Gucken, ob es so überhaupt funktioniert. Immer dieses Laufen schrecklich. Ich meine, ich könnte ja wieder einen sicken Minecart-Track bauen, mich über die ganze Stage hier fahren lässt. Sind wir ja schon fast da. Ich wechsle schon mal Equip. Und das hier braucht ja nicht so mega viel Schaden. Hallo? Ich glaube, es geht los. Muss halt nur wieder aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe vom Springen. Und hoffe, dass es so reicht. Ich werde natürlich immer noch Schaden von der Sulfursee kriegen, aber wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube aber auch ab einer gewissen Tiefe, ja, haben wir wieder das Problem.
Ah, da brauchen wir Shadow Keys. Echt? Echt? Oh je, gar nicht gecheckt. Stimmt ja. Ja, mit dem Bienending kann man hier unten nicht so viel reißen. Hätte man sich denken können. Und droppen tun die Boys auch noch nichts Cooles. Alter, wie laut dieser Track einfach ist. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Hat ja mega funktioniert. Aber klar, mit einer Golden Chest, mit dem Schlüssel öffne ich doch nur die Truhen. Ach, Boy, was ist los mit dir? Was soll ich sagen? Wenn du so in deinem Film bist, ne, dass du einfach nichts mehr checkst. So mega gefreut. Damit können wir die Chests öffnen im Abyss. Jeder, der das gesehen hat, hat sich gedacht, Boy, du bist so binat. Naja, dann fahren wir mal in der nächsten Morgen, yo, bis morgen. In der nächsten Folge die Sachen aus dem Dungeon zusammen und dann werden wir in den Abyss gehen. Das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, euer Mike Z.